Guten Abend, werte Zuschauer. Hier noch einmal Meldungen der Heute-Redaktion. 4 Wochen nach seinem Bühnensieg feierte Boris Becker einen neuen Triumph. In der Hamburger Davis Cup-Begegnung Deutschland gegen USA sorgte er mit seinem Sieg über den Amerikaner Aaron Krikstein für den 3:2-Erfolg des deutschen Tennisteams über die Amerikaner. Damit haben die Deutschen das Halbfinale erreicht. Gegner ist im Oktober die CSSR. Südafrikas Schwarzbergarbeiter wollen streiken. Das hat ein Gewerkschaftskongress in Welkom bei Johannesburg beschlossen. Der Ausstand soll am 25. August in 29 Goldminen und Kohlezechen beginnen. Ziel sind höhere Löhne. Die Gewerkschaft forderte gleichzeitig von der Regierung, den vor 2 Wochen verhängten Ausnahmezustand in Südafrika binnen 72 Stunden aufzuheben. In Washington haben sich Zehntausende von Menschen an einer spektakulären Demonstration für Frieden und Abrüstung beteiligt. Sie schlangen ein 24 Kilometer langes Friedensband um den Riesenkomplex des amerikanischen Verteidigungsministeriums. Die verschiedenen Teile des Bandes sind in insgesamt 17 Ländern gefertigt worden, auch in der Sowjetunion. Anlass der Demonstration sind die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki vor 40 Jahren. Im US-Staat Oklahoma ist ein mit Flugzeugbomben beladener Lastwagen mit einem PKW zusammengestoßen. Dabei fielen mehrere Bomben von der Ladefläche und explodierten. Mindestens 31 Menschen wurden nach Polizeiangaben verletzt. Die Explosionen rissen einen riesigen Krater in die Straße. Mehrere tausend Anwohner flohen aus ihren Häusern. Die dänische Insel Læsø meldet eine Ölpest. Nach Angaben des Umweltamtes schwimmt vor der Küste ein über 20 Quadratkilometer großer Ölteppich. Mehrere Kilometer Strand sollen schon verseucht sein. Die Behörden vermuten, dass das Öl aus einem Bremer Tankschiff stammt, das am Freitag im Kattegat auf Grund gelaufen war. Die Wetteraussichten. Zum Teil länger anhaltender Regen. In Bayern anfangs noch trocken. Höchstwerte 18 bis 22 Grad. Soweit, verehrte Zuschauer, die Meldungen der Heute-Redaktion. Wir wünschen eine gute Nacht. Zum Programmschluss die Nationalhymne.